Ja, hallo, ich bin der Hagen, Hagen Fisbeck und bin über Bridging IT, meinem Arbeitgeber, stolzer Besitzer eines Teslas Model X und würde euch jetzt hier ein bisschen mal durchführen, was das Cockpit angeht, wie man das steuern kann, wie man, welche Einstellungen man dort sehen kann und welche Informationen man dann abrufen kann. Ich würde einfach mal anfangen. Man kann die Anzeigen, man sieht hier rechts und links, das kann man mit den beiden Knöpfen hier entsprechend einstellen. Wenn ich hier beispielsweise einfach nur drauf drücke, dann kann ich die Klimaanlage bedienen. Und wenn ich länger gedrückt halte, dann habe ich halt verschiedene Einstellungen, die ich mir anzeigen lassen kann. Entweder Anrufe, den Status des Autos, zu berechnen dann die entsprechenden Reifen. Der Reifendruck, das geht aber dann nur während der Fahrt. Hier kann ich mir meine Trips anzeigen lassen. Das ist das, was ich was vorhin auch hatte, wo ich sehen kann, seit meinem letzten Losfahren, seit dem letzten Laden und insgesamt, was ich an Energie verbraucht habe, wie viele Kilometer gefahren wurden mit dem Gesamtkilometerzähler. Das ist so die Standardeinstellung, die ich habe. Man kann sich dann auch die Energie anzeigen lassen, das heißt, wie ist dann auch während der Fahrt der Energieverbrauch, wie verändert sich der? Das können wir vielleicht nachher noch mal kurz zeigen. Und ansonsten kann ich hier eben auch meinen Media Player, wo ich dann entsprechend Musik auswählen kann. Und das ist jetzt eine Klimaanlage. Und dann abspielen kann. Oder ich mache hier eben auch eine Uhr hin und wechsle sich entsprechend die Anzeige von rechts nach links. Also man hat mindestens zwei Uhren. Behält er das, wenn du dann wieder einen Wagen startest? Ja, ne? Das behält er dann bei. Okay. Ja. Und hier kann man eben fein noch belegen, wenn es jetzt weitere Apps gäbe, die man dann dahin legen könnte. Das ist jetzt noch nicht belegt. Wenn weitere Funktionen dazukommen zum Fahrzeug, da ist ja die Vermutung, dass es irgendwann auch so eine Art App Store geben wird, dann kann man quasi hier das entsprechend dann noch eigen belegen. Das heißt, du hast eine sehr individuelle, also kannst links und rechts einstellen. Die Mitte bleibt wahrscheinlich immer Standard. Die Mitte von Tesla Standard. Vorgegeben. Genau, okay. Das ist vorgegeben. Und auf der linken Seite ist dann das Gleiche, was ich mir auch noch einstellen kann. Ich kann auf der linken Seite, sieht man dann aber noch zusätzlich die Route im Detail. Wenn man eine Routenführung aktiviert hat, bekommt man die nächsten Abbiegemöglichkeiten oder die Strecke hier nochmal in 3D dann angezeigt. Das können wir dann aber während der Fahrt vielleicht noch ansehen. Sehr gut. Hast du auch Sets, wie so, wo er sagt, sportlichen Set, ruhigen Modus, Modus, was auch immer. Das heißt, es gibt keine vorgegebenen Schablonen. Das heißt, du musst das immer individuell selber, ne? Genau, das fällt okay. Man einfach selber ein, wenn man es haben möchte. Und die Tankanzeige, Entschuldigung, ist ganz, ganz unten links, sehe ich gerade, ne? Genau. 183 Kilometer. Er hat jetzt noch Restreichweite an typisch gemessen. Mhm. Wenn man das so haben möchte, wie die Norm normalerweise auch berechnet wird, das ist das, was die Fahrzeuge offiziell angeben, dann kann man hier entsprechend unter den Einstellungen das auch gerne mal umstellen. Das ist dann eine Sprache und Einheiten. Wenn ich jetzt hier Energie und Laden, kann ich auch auf genormt gehen. Mhm. Auf einmal habe ich schon 228 Kilometer Restreichweite. Ui, okay, also schon. Also, das ist das, wie normalerweise die, wenn ich jetzt auf dem Prüfstand wäre und unter Prüfbedingungen fahren würde, dann wäre das meine Reichweite. So läuft also der Trick. So läuft der Trick. Und typisch ist das, was eigentlich aufgrund, also das ist die, da sind die Informationen, die Tesla berechnet, aufgrund der Fahrten aller Teslas. Aha. Also die bekommen ja dann also der reale die realen Wert. Dinge. Das ist jetzt auch nicht auf das persönliche Profil abgemünzt. Da gibt es dann noch eine andere Anzeige. Das kann ich dann auch gleich nochmal zeigen unter Energie. Mhm. Da sieht man den Verbrauch, wie man eben persönlich gefahren ist. Mhm. Und das ist quasi der Durchschnitt der letzten 50 Kilometer. Und dann wird eine Reichweite geschätzt. Und die Reichweite, die jetzt hier angegeben ist, ist die, die eben Basis der Tesla-Fahrer. Du hast ja einen Tesla X75D, hast du, ne? Genau. Ja, und deine erfahrungsgemäße so ungefähre Reichweite bis zum Limit, 400, 500, wie viel sind das? So Pi mal Daumen, je nachdem. Nee, also die Reichweite tatsächlich sind
um die 350. So 350, je nachdem, genau, wo du fährst natürlich, genau, und so weiter, ne? Ja, ganz klar. Ja. Genau, der 100D, der hat dann wirklich nur 100 Kilometer in echt mehr. Mhm. Das ist dann schon noch etwas, aber das ist dann, mhm, auch ein, glaube ich, gleich 20.000 Euro mehr, mhm, an Invest. Kann man sagen, wenn du in der Stadt fährst, wie bei einem echten Verbrenner, verbraucht man ja mehr. Und wenn man Autobahn regelmäßig schön kontinuierlich fährt, ja, verbraucht man weniger. Ist das hier umgekehrt oder eigentlich genauso? Nee, es ist genauso. Also in der Stadt merkt man dann auch deutlich, dass es dann in den Verbrauch, man sieht ja den aktuellen Verbrauch dann auch, mhm, dass es dann deutlich nach oben geht. Dann hat man auch schon mal irgendwie um die 40, mhm, Kilowattstunden, die man dann dort in der Stadt, ja, verbraucht. Aber wenn man gemächlich, mhm, ohne Beschleunigung, mhm, konstant fährt, dann geht auch schon mal runter auf 17. Wow. Und der Wagen wiegt ja über 2 Tonnen, glaube ich, also genau. Leergewicht, ne? Ja. Ja, ja, ordentlich. 2,3. Toller Wert. Na gut, er hat ja einen fantastischen CW-Wert, ne? Das muss man dazu sagen. Ne? 2,3, glaube ich. Ja, ja, fantastisch. Ja. Wirklich sehr gut. Gut. So, also das war das Cockpit. Hast du noch Sachen, die du uns im Cockpit zeigen willst? Oder erst einmal, das ist das Wichtigste, ne? Ja, man, ne, kann jetzt auch umstellen, ob man dort die Kilometer angezeigt haben möchte oder man möchte irgendwie die Energie angezeigt bekommen. Das sind dann quasi hier noch die 57%. Ah, okay. Also hier noch so Feineinstellungen, die man hier in den Hauptscreen einstellt, ne? Ganz genau. Okay. Ja, kann man auch den Reifendruck, ob man ein PSI, mhm, oder ein Bar angezeigt, mhm, haben möchte. Was ist deine für dich bevorzugte Einstellung im Cockpit selber? Also wie fährst du gerne? Du hast gesagt, einen Tripcomputer hast du gerne an, in der Mitte ist klar, kannst du nicht, genau, verändern. Ja, also was ich fahre in der Einstellung am liebsten, wie sie jetzt hier ist, dass ich hier eben meine den, mhm, Computer habe und die Uhrzeit. Mhm. Auf der linken Seite gibt es dann noch ein paar Dinge, die sich ändern. Mhm. Wenn während der Fahrt, das Navi zeigt dann eben, wenn man abbiegen muss, dann wird eben, mhm, der Trip eingeblendet und, ja, man sieht dann eben auch, das können wir uns gleich nochmal anschauen, die Abbiegespuren, wie man es kennt mit den Beschilderungen, nach Autobahnschildern, okay, zwei Spuren geradeaus oder rechts abbiegen, das werden wir dann nochmal sehen, das zeigt er auf der linken Seite an, mhm, und aber auch, wenn jemand nicht angeschnallt ist, also ich mache jetzt mal das Fahrzeug an, ja, zeigt er dann auch natürlich die Das ist schon, das ändert sich natürlich dann gleich. Aha, genau, die spannend. Anzeige. Ja. Vorne hat er rechts ein Hindernis erkannt. Ja. Und wenn jetzt jemand nicht angeschnallt wäre auf den Sitzen hinten, dann würde er eben auch genau anzeigen, welches Kind sich nicht angeschnallt hat. Ist lustig, ich sitze in meiner linken Arschbacke auf dem rechten Rand des Stuhls, ja, und dann merkt das nicht, würde ich mich. Ich wackel jetzt mal ein bisschen mit der Kamera. Ja, ich setze mich jetzt mal normal hin, da müsste er mein Gewicht merken. Ja, genau. Jetzt hat er aber irgendwie eher das Hindernis als wichtiger erkannt. Das heißt, das ist erstmal für ihn erledigt. Genau. Wenn er jetzt zeigt quasi an, dass, achso, ich nicht angeschnallt bin. Okay, und jetzt gehe ich mal mit dem Popo wieder linke Arschbacke, rechte Sitzrand, so, und weg. Da merkt man, wo der Sensor drin ist. Nur so ganz lustig, ne? Mhm. Weil das merkt man, weil das nicht merkt, wie man es reinlegen, ja, kann. Aber egal. Das funktioniert auf allen Sitzen, auch auf, ja, den hinteren. Also das Schöne ist ja, dass man sein Auto genauso abgebildet hat wie das Auto. Ach, tatsächlich, ist, tatsächlich. Es sind die dritte Sitze, die beiden Sitze. Ja. Das ist jetzt halt nur der Sechssitzer, nicht der Siebensitzer. Das heißt, es sind nur die, mhm, zwei Sitze in der zweiten Reihe, mhm, verbaut mit entsprechend, super schön, der Durchgang. Und blink, ja, mal. Jetzt, wenn ich jetzt blinke, dann sieht man eben hier an dem Fahrzeug. Das ist ja lustig. Das sind so die kleinen Gimmicks, tatsächlich, die dann eingeblendet sind. Man kann das dann auch ganz schön hier sehen. Also hier auch, nur am Hauptscreen. Ja, wirklich witzig. Was auch, dass das Licht eingeschaltet ist. Also da merkt man schon, dass ein bisschen die Programmierer hier von Tesla in die Tiefe gegangen sind und ich mir gesagt habe, wir machen es mal. Ja, ja, wirklich. Also es ist nicht toll. Ich mag sowas. Die goldenen Henkel und dass das Fahrzeug eben auch in der Farbe ist, wie es tatsächlich ist. Ja, genau, oder schwarz, ja, genau. Genau. Man auch hier die Anzeige hat, wenn ich jetzt den Koffer öffne beispielsweise. Zack, schön animiert. Ja, genau. Ja. So, wieder weg. Ne? Sehr schön. Und genauso ist dann die Fahrertür. Die ist jetzt offen, kann man ja zeigen. So. Kann man auch wieder schließen. Und super. Also überall so ein bisschen am Screen hilfreiche Animationen, genau, zur Verdeutlichung. In den Türen. Das kann man auch ganz, also wenn ich einmal drauf drücke, dann. Genau. Das wer es nicht weiß, Tesla X hat tatsächlich Flügeltüren. Wer es noch nicht wusste, willkommen im Club. Der Kenner. Ja, sehr schön. Ja, und das Schöne ist natürlich auch, dass dann alle Türen offen sind. Und zeigt er genauso an, ne? Genau, man kann dann mit allen schließen. Dann macht er eben auch alles. Zack. Entsprechend zu. Zack. Was eine Show.
Das ist unglaublich. Das sind so die Kleinigkeiten. Die Wahnsinn. Wahnsinn. Okay, also das war das Cockpit. Wenn du willst, kommen wir jetzt Infotainment oder? Ja, genau. Also wir können uns hier gerade mal. Schauen wir erstmal auf den Kalender. Aha. Das ist auch ganz nett. Gut, das ist jetzt ein Termin, der nur eine Adresse hat. Ja. Wäre das ein Termin mit entsprechendem Call angelegt, dann könnte man hierüber auch direkt dann telefonieren mit der freisprechenden Richtung. Okay. Aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann wird eben automatisch auch die Route berechnet. Und führt dich gleich dahin. Und führt mich dann entsprechend dorthin. Okay. Das heißt, oben sehen wir halt den Navi-Screen, in dem Screen zumindest. Genau. Und auch dynamische Zielführung, Staustrecken, kann er dir alles berechnet anzeigen, ne? Genau, das macht er, nimmt dann die ganzen Daten von Google eben auch, die dann entsprechend, und hier sieht man, hier ist ein kleiner Stau. Da unten, ne? Ja, da unten, ich hab dich, genau. Genau. Und hier übrigens, sieht man, mit welcher Restreichweite ich dann noch ankomme. Allerdings ganz spannend. Nur in Prozent und nicht in Kilometern. Ja. Das wäre noch ganz nett, wenn da eben die Kilometer auch stehen würden. Also quasi, dann weiß ich halt, wo ich vielleicht noch ausweichen könnte zum Laden. Besser als in Prozenten, ne? Ja. Okay, spannend. Wie bist du zufrieden bisher mit der Navi? Insgesamt so Darstellung, Geschwindigkeit, Berechnung, ja, also Ausweichstrecken im Stau, Empfehlungen, Umfahrungen? Also die Navi ist, das Navi ist, wie man es eben auch von Google Navi her kennt, schon sehr gut, eben auch mit den Umfahrungen. Was mich ein bisschen stört, sind eigentlich so drei Dinge. Das eine ist, dass man nicht verschiedene Routen vorgeschlagen bekommt, die man sich dann auswählen kann, um dann zu sagen, okay, das ist aber die schönere Route, da möchte ich fahren. Könntest du das selber verstellen dann mit den Fingern, Touchscreen oder sonst irgendwas? Nicht. Gar nicht, ne? Also ich bin mal gespannt, was das neue Navi-Update, was wohl kommen soll, in Kürze ist schon irgendwie angekündigt, was das dann kann, weil das soll grundlegend anders sein. Ich hoffe, dass solche Dinge behoben sind. Genauso, dass man nicht angeben kann, mit wie viel Restreichweite man ankommen möchte. Okay, also spannend. Ja, eben auch noch ganz gut, dass man einfach sagen kann, okay, ich möchte, dass ich aber am Zielort noch 50 Kilometer dort rumfahren kann. Und möchte eben mit entsprechend Rest ankommen. Der berechnet quasi die Fahrt dann immer, dass ich gerade irgendwie hinkomme. Aha. 5%. Also so Ultimo immer. Genau. Schwitz. Und das muss man dann halt irgendwie für sich entscheiden. Aha. Okay. Aber das lernt man ja selber erstmal mit der Zeit, was die Ecken des Autos in unserem Motto, was muss ich jetzt dafür anders tun. Ja, okay. Und das Gute sind halt, dass ich keine Trips machen kann zwischen Stationen, da ich halt sagen kann, erst nach A, dann nach B und dann nach C. Kannst du zu Hause eine Tour planen, also eine Route planen? Geht das? Und dann übergeben ans Fahrzeug? Nee, aber es gibt Anwendungen, da kann man über den Browser starten, das ist der Better Route Planner. Ja. Da kann man entsprechend, ich habe den auch irgendwo gespeichert. Meinst du Google Maps oder? Nee, es gibt den Better Route Planner, das ist tatsächlich eine. Das ist von Tesla? Nee, das ist eine freie Anwendung. Der Better Route Planner, ein besserer Routenplaner. Genau. Sagt der Name schon. Entsprechend optimiert sogar für die Tesla-Anzeige. Aha. Und jetzt kann man ja irgendwie noch spenden. Das heißt, im Fahrzeug bekommst du dann quasi eine Browserkarte angezeigt. Ganz genau. Meine Güte. Gut, bietet sich ja an, weil du hast ja einen riesen Screen, 17 Zöller irgendwas. Ja, klar, klar. So genau. Spiele kann man natürlich dann machen, ne? Ja. Und dann kann man eben hier entsprechend seine Route einstellen, My Position, und man kann hier noch weitere Wegpunkte angeben und so weiter. Okay, also das kann man entweder Ersatzkarte, ja. Oder die, genau. Okay, spannend. Aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, was das neue Navi dann können soll. Das soll dann auch mit Vektorgrafiken arbeiten, dadurch ein bisschen performanter sein. Sag mal, Sprache, versteht er das, wenn du sagst, fahr mich bitte nach Berlin, so bla 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 Straße, so, das kann er wahrscheinlich auch, davon gehe ich mal aus, ne? Ja. Das kann man sicherlich. Und zwar gibt es hier den Sprachassistenten. Ja. Den nutzt so gut wie kaum. Also ist jetzt gerade Premiere. Da bin ich ja immer Fan davon, ja. Genau. Aber. Weißt du wohin? Komm, nimm mal eine Strecke. Fahre mich zur Hanauer Landstraße in Frankfurt. Jetzt hat das. Erneut versuchen. Fahre mich zur Hanauer Landstraße nach Frankfurt. Nee, will er nicht. Aber er hat dich gut verstanden. Ja. Fahre mich zur Hanauer Landstraße. Probieren wir Navigiere nach. Navigiere. Nee. Dann macht er. Ich muss das schon machen. Navigiere mich nach Frankfurt. Okay, na gut.
schneiden. Das lassen wir drin. Vorführeffekt. Das ist gut, ist okay. Es gibt ja manche Sprachsysteme, die sind sehr flüssig, natürlich sprechen. Manche brauchen genau das Kommando, dass der Wagen versteht, was zu tun ist. Ich verstehe das schon. Ja. Wenn ich jetzt, ich kann ja auch Musik sagen. Wenn jetzt Spiele, achso, das ist die Anzeige. Spiele Christina Stürmer. Und dann sucht er nach Christina Stürmer. Mhm. Das mit der Sprache üben, ja, einfach. Okay, kommen wir zurück zum Infotainment Screen, also zu dem riesen Screen, der da in der Mitte eingebaut ist. Was kann ich noch damit machen? Also Kalender haben wir gesehen, Navigation schon mal grundsätzlich. Genau, ich habe dann hier natürlich das ganze Thema Musik. Aufpassen muss, dass ich abspiele. Man kann das natürlich switchen, das Display. Ach, guck an, du kannst es ja umkonfigurieren. Genau. Ui. Das Navi unten sein soll und das andere oben, das kann man eben machen, wie man es möchte. Okay. Das auf nur groß machen auf den Gesamtscreen, ja, wenn man dann mehr Informationen hat. Und das Schöne ist, es gibt halt hier das normale Radio, was man eben kennt, mit FM und digital. Man kann es den Sender anzeigen lassen. Musst du immer auf den Screen oder kannst du am Lenkradtasten auch bedienen? Denn wenn du unterwegs bist, fährst, dann kannst du den Radiosender wechseln? Geht das? Weißt du zufällig? So mit diesen... Ach, hier ist eine Kanalwahltaste. Genau, kann man dann entsprechend weiterspringen. Ah, okay, verstanden. Genau. Das ist, zeigt dann hier unten auch das, was man hier per Klick machen kann. Kann man also ist ein digitaler Sender jetzt halt in dem Fall, hat ja Empfang und alles. Genau. Okay. Dann hat man hier Spotify, ist von Haus aus eben drin, mit einem Account, Standardvertrag. Ne? Aha. Jetzt hat er die Christina Stürmer übrigens gerade gehabt. Lustig. Ja, hat sie gefunden. Hat sie gefunden. Man kann sich mit seinem Standard-Account anmelden, den man eben sowieso hat. Dann übernimmt er eben auch die ganze Playlist und alles, was man hat. Was ich eben auch getan habe. Und kann aber standardmäßig, wenn man das einfach so fährt, hat man auch den Premium-Account, also ohne Werbung. Einfach als normale Playlist. Also wenn man Tesla X kauft, kriegt man den Premium-Account von Tesla gesponsert. Genau. Bei BMW ist übrigens so neuerdings, das kannst du einen Account abschließen, irgendwie mit Package Spotify, dann musst du aber irgendwie, ich weiß gar nicht, 80 Euro im Jahr zahlen. Irgendwas gab's da, da haben sich ja viele BMW-Fans beschwert. Ja. Nach dem Motto, was soll das? Ist lustig zu sehen, dass man hier Premium-Account Spotify mit dazu bekommt. Der einfach ist so. Mit dabei, genau. Das ist ja du kannst aber dann nicht mitnehmen, also es ist ja nicht so, dass du ist klar, individualisieren. An deinem Handy dann weiterhören kannst. Die soll das auch kennen. Ne? Genau. Oh, das finde ich ja klasse. Ja. Das finde ich klasse. Hier hast du dann eben die ausgewählte Playlist, deine Songs, Wahnsinn. Die normale Suche. Also du kannst auch USB-Stick reinschmeißen, MP3 und alles Mögliche wahrscheinlich. Das macht er übers Handy. Tatsächlich. Ich habe jetzt noch nicht ausprobiert, was passiert, wenn ich einen USB-Stick reinstecke. Ja. Was ich festgestellt habe, ist, wenn man eine Maus einsteckt, dass man dann hier eine Fallbedienung hat. Okay. Kann man tatsächlich mit der Maus das steuern und klicken. Aber kannst du auch da Fernsehen gucken oder sowas? Oder das ist Videos? Theoretisch ja, ist aber unterdrückt. Also der Player lässt es nicht zu. Ach ja. Das noch nicht streamen. Also schade, wenn man Tagesschau aufruft oder YouTube, dann, so Mediathek, Nee, geht leider nicht. Okay. Ja, Sicherheitsfeature, okay, verstehe. Genau. Ja. Ist nicht erlaubt. Na ja, gut. Ja. Okay, was haben wir noch? Also, was ich spannend finde, wir dürfen jetzt ja leider keine, oder ich probiere es mal im Podcast. Podcast kannst du ja machen. Genau, ich kann ja mal zeigen, über TuneIn hat man auch weltweit alle Radiosender verfügbar. Also es ist dann so, dass die eben gestreamt werden und nicht dann über Antenne kommen. Ja. Und man hat eben auch dann die, den Zugriff auf die Podcasts. Die sind dann hier, sind seltsamerweise nicht alle Podcasts drin, sondern nur die, die bei TuneIn gelistet sind. Das sind irgendwie mein Lieblingspodcast alle, oder viele eigentlich nicht, aber ein paar sind es halt. Wie hier der Soziopod, Patrick. Kenn ich sogar. Patrick Breitenbach. Und dann, es updatet sich natürlich dann auch permanent. Und, ach, super schön. Das Schöne ist, dass man dann, hier entsprechend kann man auch vorspringen, wenn man das eben so kennt. Mhm.
Und was ich eben ganz nett finde, ist, gerade wenn die Kinder hinten ihr eigenes Programm haben, ja, und wir vorne irgendwas anderes hören wollen, dass man dann einfach die Lautsprecher nach vorne nimmt. Ach, super schön. Und hier ist auch wieder das X abgebildet, ja, so wie das eben konfiguriert ist bei mir. In der Mitte mit dem Leerraum, also kein Siebensitzer. Das heißt, die Kids haben ein iPad, von mir ist Kopfhörer, was auch immer, und du sagst, komm, genau, ich will die nicht nerven, dann ziehe ich mir natürlich klar vorne die Lautsprecher, genau, ein. Und naja, meine Frau möchte nur irgendwas hören, dann kann ich es vorne, ja, rechts schieben. Super schön. Dann kommt der Sound dann da absichtlich vorne raus. Und so kann man das eben ganz nett einstellen. Sehr gut, ja, genau. Super gut. Bist du round ein Equalizer, ja, alles da. So kennt. Das finde ich ganz cool. Aha, spannend. Und wie gesagt, Podcast ist natürlich auch klasse, dass die da sind, weil die eine Stunde, 30 Minuten kann man sich halt immer ganz gut im Auto eben anhören. Aha. Das ist dann wirklich ganz gut. Das heißt, zentral sieht man ja auch ganz kurz nur in der Mitte immer die Hauptinformationen, ja, Karte, Podcast. Oben hast du die Hauptnavigationspunkte für die Menüs wie Sound, Radio, Karte, Navigation. Mhm. Und ganz unten sehe ich gerade jetzt zufällig, habe ich noch gar nicht drauf geachtet, also Klimaanlage, ja, genau, und so ein paar Sachen, so die immer drin da sind. Genau, aha, das ist quasi der Router, der immer da ist. Das heißt, ich kann jetzt hier einstellen, den mal hinten, den mal vorne. Ja. Wenn ich auf P gehe, ist das, also jetzt im Parkmodus bin, kann ich, ja, auch sagen, dass die Klima angeschaltet bleiben soll, wenn ich das Auto verlasse. Das, aha, heißt, wenn ich irgendwie ein Kind im Auto lasse, soll das nicht, weil es schläft, soll das nicht verletzen. Ja, 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 um Gottes Willen, genau. Drama-Meldung im Sommer. Jetzt wieder, ja, ja, mit Hunden, ja, und alles Mögliche. Oder man möchte im Auto schlafen. Ja. Super schön. Macht dann einfach, dass die Klimaanlage einfach anbleibt. Wie ist das bei der Fahrt? Stört dich das, dass man so solche Software schaltet, also ein Touchscreen hat? Weil viele, nee, sind ja immer der Meinung, Touch, nicht so gut, schwierig zu treffen während der Fahrt, es wackelt. Nee, also man kann ja diese Temperaturanzeigen oder die Temperaturklimaanlage kann man ja über das Rädchen, das hatte ich jetzt ja ein paar Mal, hier eben auch steuern. Aha. Also du blendest ja einfach vorne ins Cockpit ein, fertig. Ne? Das, genau, das kann man eben machen, wie man. Also bist nicht abgelenkt und musst dann irgendwie bei 150 zielen. Ne? Nee, genau. Ja. Und ansonsten lässt das aber auch sehr, sehr gut bedienen. Und das Schöne ist eigentlich, das kann ich auch mal kurz zeigen, bei der Sitzeinstellung, wenn, ja, ich jetzt hier das bediene, dann blendet sich hier nochmal ein. Ach, guck an. Ich kann dann auch die Kopfstütze beispielsweise, ach, sehr schön, nach oben und unten fahren. Ja, ja, tatsächlich. Ja. Und die Lendenstütze, die kann ich dann eben entsprechend weicher oder härter einstellen. Das ist dann. Also schon auch kontextsensitive Anzeigen, ne? Also erstens nicht so blöd, dass du sagst, starrer Screen und geh bitte auf den Sitzmenü, sondern der berücksichtigt den Hardware-Schalter Sitzverstellung und blendet es dann ins Infotainment-System ein, ne? Ganz genau. Super gut. Ganz tolle Idee, ne? Ganz kurze Frage, bevor ich es vergesse, Navi, da waren wir ja schon durch, aber ganz kurz, wenn du jetzt eine Strecke planst, da ist ja für viele immer, die jetzt noch kein Elektroauto gefahren sind, immer so, Reichweite, wo tanke ich, wie mache ich das, und die Strecke ist ja steil, viele Berge. Wie macht das Tesla? Also wie hat das jetzt den Tesla X Tesla gelöst? Also Tesla hat das so gelöst, sie haben natürlich eine ganze Menge Fahrdaten eben auch, Verbrauchsdaten über die verschiedenen Strecken der Fahrer, die wissen eben auch, an welchen Strecken, also sie gehen nicht nur nach dem Höhenprofil, was eben von Google Maps mitkommt, sondern nehmen auch Echtdaten mit dazu, Echtverbrauchsdaten durch andere Tesla-Fahrer und berücksichtigen das eben auch bei der entsprechenden Routenplanung. Und ich könnte dann jetzt hier als Adresse mal beispielsweise München eingeben. Das Schöne ist, ich könnte jetzt auch McDonald's München eingeben. Also du musst nicht sagen, vorher Adresse oder Point of Interest, sondern einfach Blick los. Und dann weiß er schon, was du meinst, ne? Genau. Und, dann findet er jetzt hier verschiedene McDonald's und können wir dann da eins aussuchen und macht dann entsprechend die Routenplanung dorthin und guckt eben auch nach den Tesla-Ladestationen. Also der kennt, aha, jetzt nur die Tesla-Ladestationen. Das sind diese Schnellladegeschichten, so, ne? Falls das jemand noch nicht kennt, ne? Genau. Und hat aber nicht alle anderen theoretischen Möglichkeiten. Mhm. Was Tesla eben trotzdem auch speichert, ist, wenn ich irgendwo anders lade, dann merkt das Tesla ja auch, wenn das jetzt eine Tesla-Ladestation war, ja, wie viel Energie bringt die Ladestation, wie hat die überhaupt reagiert, was ist das für eine Ladestation? Das heißt, die wissen nicht nur im Voraus ungefähr, was die bringen, sondern die merken das dann auch beim Messen, beim Laden und merken sich das dann nochmal, genau, sehr genau. Die merken sich auch, den Energiestrom mit Adapter geladen oder nicht. Wow, okay. Speichern das natürlich erstmal, ja, und haben natürlich dann schon die Informationen, wenn auch mehrere Fahrzeuge an einem gleichen Ladepunkt geladen haben, ob das jetzt ein
eine öffentliche Ladestation ist, was dann sehr wahrscheinlich ist, oder eine private, wenn ich also das ist natürlich nicht deine egoistische Information, die du gemessen hast, sondern das wird mit allen geteilt. Das wird dann wird das mit allen geteilt werden können. Also noch speichern sie das. Es ist noch nicht so, dass es auch bereitstellen, dass wir dann Drittstationen mit anbieten. Das wird sicherlich aber auch ganz spannend. Also man sieht ja jetzt hier zum Beispiel, Hirschberg wäre die erste Ladeempfehlung bei wie viel Restprozent? 25? Genau, 25% kommt mit 25% würde ich dort ankommen. Genau. Ja. Dann soll ich 20 Minuten laden und hätte dann meinen nächsten Stopp in Leonberg. Nochmal 50 Minuten Ladezeit, da versucht er nochmal wirklich Power reinzugeben. Was natürlich schön wäre, wenn man jetzt weiteren Zwischenstopp selber ergänzen könnte. Genau. Das geht halt nicht. Aber man sieht dann eben, man muss dann eben für sich steuern. Dann sagt man, okay, ich lade hier vorne halt 50 Minuten, dann berechnet er dann aber auch bei der Weiterung. Das ist ja deine Sache, wie du es dann individuell gestaltest. Also du hast jetzt selber von Erfahrung her nicht mehr jetzt Angst oder Sorgen, dass das System das nicht richtig anzeigt, weil nur. Genau. Also ich sehe jetzt hier die 423 Kilometer, würde ich im Tag 5 Stunden brauchen. Das ist okay. Fährt man jetzt auch nicht täglich. Okay. Die Pausen sollte man ja dann sowieso auch grundsätzlich eben auch mal machen. Genau, das sowieso. Und also wer 6 Stunden durchfährt, ist ja ein Trucker. Also ich weiß auch nicht. Ja. Die dürfen das ja auch nicht so lange, by the way. Das stimmt. Aber auf der Karte siehst du ja toll, die Ladestation und alles, was du brauchst, ne? Genau. Ich könnte jetzt mir auch einblenden lassen, tatsächlich. Wo es überhaupt jetzt gerade Ladestationen gibt und wie die belegt sind. Sieht aus wie so eine Ladezustand, ne, von einem Handy, ne? Genau. Das zeigt aber jetzt tatsächlich an, dass hier in Stuttgart, das ist der Leonberg, ach, guck an. Dass dort 3 Autos gerade laden. Ja, 5 und 8 sind frei und so weiter. Wir sind frei und dann sehe ich dann hier, was dort mir geboten wird. Also es gibt ein Wi-Fi dort, was zu essen, eine Toilette. Sag mal, ein super VIP-Service gibt es nicht, sowas wie, hey, du kannst noch reservieren. Kostet arschvoll Geld, aber ich meine, das ist fies, aber das gibt's nicht, ne? Nee, da müsste man schon irgendwie eine Schranke dann dahin bauen. Ja, ja, ist schon fies. Voller oder sowas. Ja, ja. Da gibt's Startups, die da tatsächlich damit arbeiten und die das versuchen zu verkaufen. Aha. So eine Lösung, dass man irgendwie so eine Blockade hat, die man dann freischalten muss. Krass. Also jetzt gerade, wo es so wenige Ladestationen gibt, das jetzt so fies zu machen, ist jetzt nicht gerade sozial, aber hey, okay, ja. Das ist ja lustig, der Wunsch. Ja. Was hier ganz nett wäre, oder was ich eigentlich nicht so wirklich verstehe, vielleicht kommt das auch noch, TripAdvisor hat ja beispielsweise auch eine API. Ach genau, dann, könnte man theoretisch die ja einfach anbinden und dann würde man hier sehen, was denn da für ein Restaurant ist. Genau, wie viele Restaurants Sterne sind. Und sowas halt. Ne? Und, das ist wirklich wichtig, das kann ich bestätigen. Ja. Weil der zeigt ja auch Destinations an, Falkenstein Ground, da sind ja quasi andere Lademöglichkeiten. Genau. Jetzt siehst du aber nicht, ist es eine coole Location, also kein Pinsel, kannst du davon ausgehen, aber wäre das jetzt irgendeine Location, wirst du nicht, blöder Döner, schmeckt nicht in der Nähe oder keine Ahnung. Ne? Ja, genau. Ja, jetzt zeigt halt die Destination Charger an, das heißt, die von Tesla eben diese Wallbox gekauft haben. Aber da musst du halt zahlen, ganz normal, und bei dem anderen halt wahrscheinlich nicht, Tesla X, weiß ich nicht. Ja, wobei, das ist oftmals ja auch für die Kunden frei. Ah, also wenn du da einen Kaffee trinkst oder was isst oder übernachtest, dann musst du da auch nicht bezahlen. Woran sehe ich das jetzt hier? Musst du nur im Hotel ausmachen. Ah, okay, also es ist einfach auf, wie ist denn das bei euch? Genau. Okay. Also jetzt bei mir ist es so, dass ich mit Kauf des Fahrzeugs den kompletten Supercharger-Ladung mit drin haben. Also das ist die Null-Frag-Bridge, sozusagen. Und die ist an das Fahrzeug gebunden. Es gibt dann auch noch die Flatrate, das ist die neuere, die an die Person gebunden ist. Aha. Und wenn man das Fahrzeug verkauft, dann muss der neue Nutzer dann dafür bezahlen. Okay, also wie die Netzkarte der Deutschen Bundesbahn, die ist halt eben auch nur auf die Person und sonst nicht. Früher war es ja mal, glaube ich, irgendwie für alle, aber ach, ganz lustig, dass sie es jetzt auch so haben mittlerweile. Ja, spannend. Und das ist halt jetzt die, so dass ich zumindest den ganzen Supercharger eben kostenlos nutzen kann. Das heißt, wenn ich jetzt nach München fahre, kostet mich das an Strom keinen Cent. Also das ist, wie gesagt, der Vorteil, also was ich jetzt sehe, ich bin ja damit nicht gefahren, aber es sieht nach ziemlich easy Bedienung aus. Ja. Wenn ich jetzt mal eine Tour plan, irgendwo hin zum Kunden oder sonst wo ich noch nicht war, das sieht jetzt nicht so aus, als wäre das jetzt irgendwie ein Riesen-Act. Ne? Also du kannst die Strecke schon recht gut einplanen mit Ladepunkten da und da. Ne? Genau, man kann auch dann, das Schöne ist, musst du die Adresse noch nicht mal kennen, wenn du weißt, dass du bei Daimler den Stuttgart-Termin. Ja. Dann findet ihr eben auch die Daimler AG. Genau.
die Sache drauf und muss nicht die Adresse irgendwie raus. Richtig. Aber ich denke, das ist der Vorteil von einem großen Screen, dass du da eine super Übersichtskarte hast, wo sind die Ladestationen, wo kann ich strategisch überlegen, sicherheitshalber schon mal vorladen oder laden. Man kann dann natürlich super auch switchen auf die klassische Ansicht. Aha. Das war eine genau, also ohne Satellitenview, ja. Genau, das ist jetzt die klassische. Also sieht es ein bisschen, wenn sie geladen ist, dann ein bisschen performanter dann auch während der Fahrt. Ist das rote schon Staustrecke, was das man ist da Stau, sieht? Genau, ich kann die Staus auch ausblenden. Also über Google Maps ist ja Google Maps, ne? Das ist Google Maps, genau. Genau. Ach, super schön. Ja, da macht echt die Größe von 17 Zoll echt Sinn. Ja, ja. Also muss man ganz echt betonen. Das, ich finde sogar das Vertikale eigentlich besser. Was ich ja immer kenne, ist immer dieses Horizontale. Von links nach rechts, Riesenscreens, wie wer kennt die S-Klasse, S-Klasse und so weiter. Und das Vertikale finde ich eigentlich ganz schick, muss ich sagen. Also ich finde, das ist nicht ergonomisch nachteilig für den Fahrer. Also so wie ich das jetzt beurteilen würde, von quasi von außen, der zum ersten Mal richtig im Tesla X sitzt. Den ich vor, glaube ich, 5-6 Jahren auf der IAA gesehen habe irgendwo. Oder war es Amerika, eine Show? Da war es noch ein Konzeptfahrzeug. Aber da war das Screen schon so drin. Viel verändert. Ja, ja. Also auch an Wahnsinn. Geschwindigkeit, Prozessorgeschwindigkeit. Ich meine, der ist jetzt 10 Monate alt. Ja. Und die jetzt ausgeliefert werden, haben schon deutlich schnelleren Prozessor. Aha, okay. Und haben dann schon den AP25. Das ist eine Softwareversion, mit der Tesla neue Funktionen einführt. Genau. Die machen das ja über Update, falls das noch jemand nicht kennt. Ja. Da muss so, man nicht in die Werkstatt. Ist, das würde ich auch gerne noch mal zeigen. Wenn man einen Tesla kauft, muss man ihm als erstes einen Namen geben. Ach, guck mal. Das ist eine persönliche Geschichte. Meiner heißt DJ Beatty. Das habe ich jetzt nach meinen Kindern benannt. Also David, Jakob, super Benjamin schön. Und Timon. Okay. Und fand dann eben den Namen ganz cool. Die Kinder freuen sich auch immer. Aha. Und hier sieht man dann eben, was so Easter Eggs sind. Die waren vorher versteckt. Aha. Muss man irgendwie mehrmals auf das Tesla-Zeichen drücken, dann wurde ein bestimmtes Easter Egg angebunden, angezeigt. Und hier hat man so ein paar Gimmicks, die man als Programmierer einfach einfallen lassen. Wahrscheinlich auch wegen der Mars-Geschichte, der Elon Musk. Dann geht quasi die Navigation auf Mars-Oberfläche. Der Tesla-Rover auf dem Mars, ja. Unglaublich. Das ist halt so eine Spielerei, die natürlich darf der Elon Musk mit seinem Mars hat. Man sieht dann hier, das Model X ist dann krass quasi auch eine Rakete. Oder James Bond, dann würde man jetzt hier in den Einstellungen beispielsweise das Fahrzeug. Wo ist es versteckt? Ja, genau. Ne? Versteckt. Hat, da war es. Bei der Federung. Ja. Da sind dann eben, ist dann nicht die Höhe, wie man das Auto von der Federung einstellen kann, sondern die Tiefe. Genau, wie tief darfst du kann ich tauchen. Blubbern. Ja. Genau. Stark. Das sind so ein paar. Das ist aber Easter Eggs, also nichts, was du dir verdienst, quasi durch schonende Fahrweise oder was auch immer. Du warst mal hier im höchsten Punkt Deutschlands, sondern das schaltet man sich so frei quasi. Ja, genau. Die man weiß, was man da tun muss. Dann gibt es diesen Christmas Party Mode, den man auch schon mal gesehen hat, wo die Flügeltüren super und alles alleine sich steuern. Müssen wir jetzt nicht machen. Was ganz nett ist, das nutzen die Kinder, weil die steigen morgens immer schon eine halbe Stunde eher ins Auto ein, bevor es losgeht. Halbe Stunde vorher ins Auto? Ja, warum? Weil sie dann einfach, die fühlen sich wohl im Auto. Die finden, das ist deren Spielzimmer? Genau. Und dann malen die einfach hier. Ach komm. Auf dem Display bestimmte. Aber kann man jetzt nicht senden oder was auch immer? Ja, man kann senden, aber nur an Tesla. Nur an Tesla? Genau. Okay. Angeblich, man weiß es nicht, aber angeblich landen die ganzen Bilder beim Elon Musk persönlich. Bin ja gespannt. Das heißt, wenn er jetzt sagt, hallo, hier ist ein 5-Jähriger, hallo Elon, dann kann es passieren, dass er irgendwann vielleicht mal bei dir aufschlägt, wer weiß. Völlig gaga. Ja. Oder man nutzt es einfach als Notizbuch während der Fahrt. Ja. Wenn man telefoniert, dann kann man vielleicht. Die nächste Version sein wird wie Microsoft OneNote, wer das noch nicht kennt, dann kritzelt er irgendwas rein und dann erkennt er die Schrift und setzt hier oben in echte Buchstaben. Ganz genau. Jo, wer so, weiß. Haben wir noch eine Sache, die ist auch mal. Das ist halt der Weihnachtsmodus. Ist zwar jetzt die falsche Jahreszeit dazu, aber ich kann es trotzdem machen. Wenn ich das Ostern war ja auch schon. Santa-Modus einschalte, ho ho. Ach, hier hast du. Geht die Mucke los. Dann sieht man jetzt hier den. Also man merkt schon, die Jungs haben Spaß bei Tesla und sind nicht nur an steife ISO-Zertifikatsvorgaben gehalten. Jetzt geht das nie wieder weg. Jetzt geht es nie wieder weg.
Du musst jetzt bis nach Stuttgart fahren. Vielleicht hast du einen Bug entdeckt, ne? Genau. Es blendet dann irgendwann aus. Aber ich finde das aber sehr sympathisch. Ich meine, es ist halt Quatsch irgendwo, aber es ist auch wiederum toll. Ja, das ich finde das mal etwas Lockeres. Ja, genau. Ein bisschen cooler. Ganz genau. Genau. Und für Kids ist es ja auch eine interessante Sache, dass man die an den Fahrzeug heranführt, auf eine spielerische Art und Weise. Also jetzt so Blödsinn in Anführungsstrichen. Ich finde das super, ganz ehrlich. Ja, jetzt haben wir wieder zurückgestellt auf das eigentliche Fahrzeug. Das heißt insgesamt, was würdest du sagen zu dem Tesla jetzt? Also von der Bedienbarkeit, wir haben uns nichts über Fahren unterhalten, aber jetzt erstmal die beiden Screens, also Cockpit und Infotainment. Du selber sagst, du bist ja schon, wie lange unterwegs? 10 Monate mit dem Fahrzeug, ne? 10 Monate und knapp 65.000 Kilometer. Das beruflich, mit Familie und alles, vor allen möglichen Anlässe. Ja. Also, würdest du sagen, top zufrieden, oder? Du hast ja schon viele andere Fahrzeuge gefahren, kennst du ja auch, ne? Genau, und wir haben auch noch einen Charan, 4 Kinder und 2 Erwachsene, brauchen halt irgendwie doch ein größeres Fahrzeug und bin aber extrem zufrieden mit dem Auto. Das ist eine ganz andere Nummer, ne? Hat interessanterweise dadurch, dass eben vorne auch noch der Kofferraum ist, viel mehr Platz und Stauraum für den Urlaub, weil diese ganzen sperrigen Sachen. Also ist auch super praktisch, also, ne? Genau. Ob das okay. Schuhe sind, Jacken, ganz Kram kann man vorne gut verstauen, das lässt sich auch ganz gut quetschen. Ja. Und hinten der Kofferraum hat eine Größe wie beim Charan 7 im Auto. Ich habe das ausgemessen, der ist hier sogar noch einen Ticken breiter. Wahnsinn. Als der Charan. Wahnsinn, ja. Und ist es wirklich vom Platz her. Ich meine, man sieht es jetzt nicht, ich sitze selber hinten und ganz ehrlich, Kopf alles frei, Anmutung ist völlig okay. Und jetzt mal im Vergleich zum Charan, ich meine, die haben ja eine typisch Ingenieurswesen vom VW, die haben ja eine maschinelle Denke, es muss perfekt sein, alles gut, aber das ist eine ganz andere Nummer. Ja, das sieht man sofort schon von der Anmutung her. Ja. Das finde ich echt interessant, ja. Gut, Verarbeitung kann man sicherlich an der einen Stelle noch besser machen, aber es ist zumindest vom Eindruck her, ist es gut. Sichtschutz. Genau. Also Hammer, das ist kein Trick hier im Video. Okay. Die haben tatsächlich eine Scheibe, die geht bis zum Drittel vor, hoch bis zum Dach, durchgezogene Scheibe. Das ist kein optischer Trick hier, tatsächlich. Und da fängt das Dach erst an. Wo schon längst eigentlich die Dachkante beim normalen Fahrzeug wäre. Wahnsinn. Ja. Damit man dann während der autonomen Autobahnfahrt mal den Himmel genießen kann. Ja, genau. Sternenhimmel oder was auch immer. Ich habe schon gelesen, manche Teslaner tun das als schon Campingfahrzeug benutzen, weil so eine tolle Aussicht ist. Ja. Das ist wirklich. Also ich würde sagen, für dich, also was die Bedienbarkeit, Komfort, Infotainment, Usability angeht, bist ja auch ein IT-Experte, letzten Endes kann man ruhig sagen. Und also würdest du schon sagen, wirklich sehr gut gelöst. Ne? Absolut, ja. Ja, das ist ja auch mal wichtig. Spannend wird sein, was dort an zusätzlichen Apps dann auch kommen wird und an Möglichkeiten, das dann eben auch als Firma mit eigenen Softwarelösungen dann zu nutzen. Beispiel? Was wäre das für dich? Beispiel, wir haben das jetzt für uns intern mal gebaut als Prototypen. Dadurch, dass wir eben die Tesla API auch haben, Skype for Business. Achso, also mal nebenbei habt ihr mal. Ja. Okay. Ja, also ich habe schon gesehen, dass es funktioniert. Ja. Wie aufwendig das war, weiß ich jetzt nicht, aber es tut. Und das ist natürlich schon ganz nett, wenn man dann eben gerade den großen Screen eben auch nutzen kann für die Anzeige der PowerPoint-Dateien während des Gesprächs. Das ist schon ganz. So, um das richtig mal zu verstehen, Tesla hat eine Schnittstelle für zum Beispiel, ihr seid ja Flottenbetreiber, also nicht Flottenbetreiber, sondern ihr habt eine Flotte von Teslas und ihr könnt für euch selbst, für eure Firma, eine App entwickeln, die nur ihr verwendet. Genau. Also das muss man nur mal festhalten. Sondern die kann man auch wirklich, die werden dann aufgespielt auf die Fahrzeuge. Wahnsinn, weil das gibt es normalerweise, muss ich erklären kurz, bei allen Fahrzeugherstellern gibt es Apps natürlich, die werden auch von verschiedenen Firmen entwickelt, wie Spotify ist so eine App, die haben dann aber alle Fahrzeuge für die App, wenn sie freigeschaltet haben. Und es gibt kein Beispiel, was mir bekannt ist, dass einfach eine App für eine spezielle Firma entwickelt wird. Jetzt nicht im Logistik-Truck-Bereich, sondern was anderes. Aber das hier ist, das muss man wirklich mal betonen, extrem ungewöhnlich. Ja. Das kannte ich so noch nicht, by the way. Ja. Ja, also sicherlich wird es dann auch Apps geben, die dann, wo dann Tesla auch drüber Geld verdienen möchte. Die dann auch, vielleicht wird es auch eine Art App-Store geben, man weiß es nicht. Jetzt hier gerade sind ja nur zwei Apps eigentlich drauf. Das ist die Kartennavigation und die Kalender-App. Aber man kann sich dann eben auch relativ viel weiteres vorstellen. Da kommt ja noch einiges. Ja, gut. Tesla hat ja genug zu tun mit dem Dreier erstmal und. Die sollen das erstmal schön machen. Ja.
Aber da sieht man natürlich dann einen Riesenvorteil, ganz klar. Genau. Also die Möglichkeiten bestehen zumindest. Ja. Ja. Gut. Ich glaube, dann sind wir eigentlich fast durch, oder? Ja, das ist. Wenn du sonst nichts hast, würde ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken für die Präsi. Normal muss ich das ja machen, mache das immer ganz trocken und gehe die Funktionen durch. Das war mal was ganz anderes von einem, der Tesla selber fährt. Kann man ruhig sagen, du bist ja auch schon angetan von dieser ganzen Elektromobilität. Ja, und mit so einem Fahrzeug. Man muss es auch dann, ist immer so einfach gesagt, man muss es selbst erlebt haben. Mhm. Für mich persönlich war es dann schon irgendwie eine interessante Erfahrung, nicht mehr zu einer Tankstelle fahren zu müssen beispielsweise, mhm. weil wenn man zu Hause die Möglichkeit hat zu laden, das Auto ist immer morgens vollgeladen und reicht in der Regel über den Tag, also wenn man diese 350, 400 Kilometer... Ja, du warst noch ein Sparbrötchen, habe ich ja vorhin im Gespräch gehört, dass er 11 kW die bestellt und nicht die 22 kW Lösung. Ja, genau. Ja, gut, man kann auch mal an falschen Stellen sparen, aber okay. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die... Jo, aber gut, das lernt man fürs nächste Mal. Genau, besser gewesen wären. Genauso verändert sich natürlich auch viel. Ich glaube, jetzt ist 16 kW sind jetzt standardmäßig drin. Es gibt gar nicht mehr die Möglichkeit, dass man wählen kann. Tatsächlich habe ich nur den einfachen Lader verbaut, also mit 11 kW. Mhm. Und das reicht aber locker über die Nacht, das Auto wieder vollzuladen. Mhm. Und habe dann eben komplett sorgenfrei den Tag, ohne dass ich dann irgendwie nochmal über Tanken. Also hast keinen Stress, kein, was viele ja behaupten, es wäre so super kompliziert und oh Gott und ich bleib stehen und ich finde keine Ladesäule, jada jada, genau, also kannst du nicht sagen für dich. Ne? Nee. So, ja. Und bei den Langstrecken, wir haben es ja eben auch gesehen, nach München, zweimal laden wird mir jetzt hier von Frankfurt aus angeboten, das ist noch okay. Mein Gott, da stellen sich ja viele viel komplizierter vor. Ne? Also. Das, ja, was ich mir halt wünsche, ist, dass die Hersteller eben auch viel mehr die Ladesäulen mit integrieren in die Navigationssysteme. Wir haben das halt bei Tesla eine Ausnahmesituation, weil sie eben auch selber Ladesäulen betreiben und deshalb die Informationen gleich da haben. Genau. Und wenn ich jetzt halt einen Ampera mir kaufe oder auch den Hyundai, der hat halt keine Navigation drin, wo ich angezeigt bekomme, wo ich auch laden könnte. Das heißt, ich muss dann parallel eine App nutzen, wie gibt es ja mittlerweile etliche von der Motion NBW und Plug Surfing. Also Lösungen auf dem Markt gibt es, aber halt nicht eine hauseigene von den Herstellern. Ne? Die gibt es halt nicht. Ja, genau. Befremdlich ein bisschen, aber okay. Ein bisschen schade noch, aber da laufen halt auch viele Gespräche, dass man eben an die Daten kommt und dann auch natürlich Kooperationen geschlossen, wo man dann als Fahrer von einem Hyundai entsprechend mit speziellen Tarifen dann auch an den verschiedenen Ladestationen. Ich fahre aber den Opel Ampera, da werde ich ja sehen. Genau. Aber das ist ein bisschen schade. Ja. Das ist, glaube ich, auch noch eine Hürde, weil man dann doch wieder diese Reichweitenangst hat. Mhm. Man sieht nicht im Auto gleich, wo kann ich als nächstes laden, sondern muss halt erst eine App öffnen. Aber es ging anscheinend bei dir, wenn ich es richtig verstehe, jetzt auch raushöre, relativ schnell nach dem Motto, so ein Hassel ist es jetzt nicht. Ja. Man hat das relativ schnell dann auch rausgefunden. Und für mich ist es einfach entspannter. Und wenn ich zu einer Tankstelle gehe, dann ist es schon irgendwie, dann merkt man eigentlich mal, was zu einer Routine geworden war in der Vergangenheit. Dass man eben diesen dreckigen Tankstutzen annimmt und läuft über Diesel, den verschmierten Boden das. Und so weiter. Lustig, ne? Das hat man eigentlich gar nicht mehr so bewusst gehabt. Mhm. Aber wenn man das eine Zeit lang nicht gemacht hat, dann merkt man das eigentlich, wie alt das irgendwie ist. Und dass das eigentlich so auch nicht zukunftsfähig ist. Frage zum Abschluss, vielleicht so, würdest du dir nochmal einen Verbrenner kaufen, egal wie toll und wie geschenkt der wäre für dich? Ganz ehrlich, jetzt Hand aufs Herz. Nee, also ich komme jetzt mit einer S-Klasse Cabrio und sage, hier hast du geschenkt für ein Jahr. Also jetzt ganz ehrlich, wirklich nicht, also nicht freiwillig, ne? Nur geschenkt. Ne? Geschenkt, wenn ich die Alternative hätte, 100 Euro pro Monat für Elektrofahrzeug und geschenkt Benziner. Tatsächlich, ne? Aber es ist eine tolle Ansage. Ich meine, du bist ja auch schon lange Jahre unterwegs mit vielen Fahrzeugen und jetzt sowas mal ist immer noch sehr neue Technik. Das mal so rauszuhören, finde ich eigentlich schon sehr spannend. Es ist halt ein ganz anderes Fahrgefühl. Es ist ruhiger, man hört auch mal die Musik, die man hören möchte während der Fahrt. Außer die normalen Fahrgeräusche, die hat man halt auch. Aber auch von. Es ist nicht, dass ich irgendwie ein Motorengeräusch vermisse.
Und man hat halt die direkte Power, wenn man auch das Gas drückt, gibt's ja auch. Wobei ich ja sagen muss, ich Tesla X und ich fahre jetzt auch häufig Premium-Fahrzeuge. Ja. Man hört im tollen Premium-Fahrzeug eigentlich noch weniger als hier, aber alles okay. Ja. Das, wenn du noch diese Scheibendämpfung hast und die entsprechenden Luftfederfahrwerke, die Dämpfung des Motorraums, die ist so exzellent im 7er oder 8er Audi, das sind jetzt natürlich auch arschteure Fahrzeuge. Und das ist tatsächlich nochmal ein Stück, finde ich, besser als im Tesla X, aber hey, Tesla hat ja noch Luft und Raum. Ja. Fertig. Ja. Genau. Kommt ja wahrscheinlich noch. Aber gut, ich wollte ein bisschen was zur Ehrenrettung von Verbrenner nochmal sagen, bevor jetzt mir nur sagen, das ist toll. Ja. Jetzt keine Motoren ja. Und ich bin auch nicht derjenige. Top, man, ja. Es wird ja darüber nachgedacht, ob man diesen Sound irgendwie noch dem Porsche. Ach so, geben möchte, ja. Weil man gerade diesen Sound ja liebt. Also ich vermisse nicht. Tja. Ich genieße eigentlich die volle Energie, die in das Fahrzeug reinkommt. Da brauche ich den Ton ehrlich gesagt nicht dazu. Aber, super gut. Das ist vielleicht noch eine individuelle. Schöne Ansage. Nach dem Motto, jetzt lieber, also du bist quasi schon überzeugter, was heißt überzeugter, aber schon für die neue Elektrogeneration sagst du genau das Richtige. Ne? Ja. Ja, das ist ja dann auch wieder eine super Frage, auch aus Umweltgesichtspunkten, jetzt nicht von der Ökologie her, sondern eben auch, welchen Lärm verursache ich. Ja, hallo Frankfurt Innenstadt. Genau. Und wir wohnen ja da auch an einer stark befahrenen Straße und wenn dann irgendwie nachts dann die getunten Fahrzeuge am Wochenende hauptsächlich dann aufdrehen wollen und da langfahren, das ist ein bisschen nervig. Kann ich dir viel erzählen. Ja. Okay, Hagen. Ja. Also, super Dank. Wer Fragen hat, YouTube, gerne nicht so viel. Ich antworte auch nicht ständig, Hagen bestimmt auch nicht. Wenn wir es auf dem YouTube-Kanal stellen. Gerne Fragen nochmal stellen, dann versuche ich dann eben auch dazu zu kommentieren und vielleicht mal eine Follow-up-Session. Gerne. Wenn ich es richtig sehe, wir haben jetzt 40 Minuten in das Video reingepackt. Ich werde auch nicht schneiden. Fand das super spannend, mal zu sehen. Dir ganz herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast, das Fahrzeug auch mal zu präsentieren. Und ich glaube, wir gehen jetzt Eis essen, Mittagessen vorher am Mainufer und genießen mal das Leben. Genau. Ja. Und wie das mit der Sprachsteuerung funktioniert, finde ich noch raus. Sprache ist immer. Ich habe tatsächlich mal genutzt, da hat es auch funktioniert, aber. Du bist nicht der Erste im ersten Testfahrzeug, wo die Sprache nicht auf Anhieb gleich so geht. Das ist nicht trivial. Gut. Aber gut, das soll alles easy sein. Deswegen danke nochmal. Ja, gerne. Ciao.